Caterina Germaine Maria Valente, geboren am 14. Januar 1931 in Paris, ist eine italienische Multitalentkünstlerin, die vor allem als Sängerin, Tänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin bekannt ist. Mit einer abwechslungsreichen und erfolgreichen Karriere hat Caterina Valente in ihrem Leben viele Erfolge erzielt. Sie begann ihre künstlerische Laufbahn bereits in sehr jungen Jahren, als sie 1936 im Friedrichsbau Stuttgart erstmals auf der Bühne stand. Aufgrund der kriegsbedingten Not erlebte sie eine Inhaftierung in Breslau und die Deportation nach Russland, bevor Valentes Familie nach Paris zurückkehrte. Hier begann Caterina Valente ihre Karriere als Sängerin, zunächst als 16-jährige Sängerin in einem Nachtclub. Sie absolvierte Tests mit Gilbert Bécaud und eine Tournee durch Skandinavien, bevor sie 1948 ihre erste Gesangsaufnahme machte. Valentes musikalische Karriere blühte auf, nachdem 1952 ihre erste Aufnahme bei Radio Zürich gemacht wurde. Sie wurde zu einem berühmten Star in Deutschland und Europa, mit einem vielfältigen Repertoire, das von Jazz, Pop, Musical bis Bossa Nova reichte. Gleichzeitig ist sie auch für ihr Gitarrenspiel und ihr Tanztalent bekannt. Die größte Traurigkeit in Caterina Valentes Leben war jedoch möglicherweise ihre erste Ehe mit dem Künstler Eric van Aro, die 1971 endete. Später heiratete sie den britischen Komponisten Roy Budd, die sie jedoch 1979 trennten. Caterina Valente überwand die Schwierigkeiten in ihrem Liebesleben, sie mit Kraft und Konzentration auf ihre künstlerische Karriere. Trotz der Herausforderungen und der Traurigkeit in ihrem Leben hat Caterina Valente nie aufgehört, in der Welt der Unterhaltung und Musik zu glänzen. Ihre Vielseitigkeit und Geduld haben die Kunstgeschichte nachhaltig geprägt und ein beeindruckendes Erbe für kommende Generationen hinterlassen. Trotz der Schwierigkeiten und Traurigkeit in ihrem Privatleben arbeitete Caterina Valente weiterhin hart an ihrer künstlerischen Karriere. Sie trat weiterhin auf der Bühne auf und nahm viele erfolgreiche Alben auf. Valentes Karriere erstreckt sich über Jahrzehnte und sie ist für ihren vielfältigen und kreativen Auftrittsstil bekannt. Neben ihrem Erfolg im Musikbereich ist Caterina Valente auch eine hervorragende Tanzkünstlerin. Ihr Leistungsvermögen beschränkt sich nicht nur auf das Singen, sondern erstreckt sich auch auf Bühnen und Tanzbewegungen. Ihre Vielseitigkeit und ihr Talent haben das Publikum auf der ganzen Welt fasziniert. Caterina Valente erlangte nicht nur Ruhm und meisterte persönliche Herausforderungen, sondern bewahrte auch ihren Optimismus und ihre Leidenschaft für die Kunst. Sie fand in der Kunst die Kraft, persönliche Schwierigkeiten zu überwinden und ihrem Publikum weiterhin Freude und Kunst zu bieten. Emotionen und Gefühle über Liebe, Leben und Kunst kommen in der Musik von Caterina Valente häufig zum Ausdruck. Sie hat viele Lieder mit emotionaler Kraft komponiert und aufgeführt und so eine starke Bindung zu den Zuhörern aufgebaut. Trotz der traurigen und schwierigen Zeiten gibt es keine klaren Informationen darüber, ob Caterina Valente über die Prüfungen in ihrem Leben geweint hat oder nicht. Wenn es jedoch welche gibt, kann es sich dabei um persönliche Erlebnisse handeln, mit denen sie sich privat auseinandergesetzt hat. Sowohl im Leben als auch in der Karriere ist Caterina Valente eine starke, talentierte und leidenschaftliche Frau, die einen tiefgreifenden Eindruck in der internationalen Kunstszene hinterlässt und ein unauslöschliches Vermächtnis hinterlässt. Caterina Valente, mit vollem Namen Caterina Germaine Maria Valente, ist nicht nur eine Ikone der Musikindustrie, sondern auch eine starke, multitalentierte und intellektuelle Frau. Ihre Karriere beschränkt sich nicht nur auf den Musikbereich, sondern erstreckt sich auch auf die Bereiche Tanz, Schauspiel und Unterhaltungskunst. Mit ihrem beispiellosen schauspielerischen Können hat Caterina Valente die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt erobert. Sie ist nicht nur eine berühmte Sängerin, sondern auch eine talentierte Gitarristin, die dem Publikum einzigartige und attraktive Melodien beschert. Darüber hinaus zeigt sich die Liebe zur Kunst auch in der Vielfalt der Auftritte, die Caterina Valente aufführt. Von Jazz bis Pop, von Musical bis Bossa Nova bringt sie ständig Innovationen hervor und beschert den Zuhörern mehrdimensionale Musikerlebnisse.
Auch Katharinas Privatleben ist eine Reise voller Strapazen und Herausforderungen. Heirat und Trennung waren große Herausforderungen in ihrem Leben. Ihre Stärke und Ausdauer halfen ihr jedoch, diese Schwierigkeiten zu überwinden und sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Das Besondere ist, dass Katharina Valentes Liebe zur Kunst das kreative Feuer an beide Generationen weitergegeben hat. Ihr Sohn Alessandro, Alexander Bat, hat ebenfalls eine musikalische Karriere verfolgt und sich einen eigenen Ruf erworben. Dies ist ein Beweis für Katharina Valentes Einfluss und Klasse in der Unterhaltungsindustrie. Schließlich ist Katharina Valente nicht nur eine hervorragende Künstlerin, sondern auch eine Frau mit Ausdauer und einer tiefen Liebe zur Kunst. Trotz ihrer Herausforderungen natürlich gibt es noch die anderen exotischen, die wie Palisander oder halt Cocobolo, so Sachen, die auch bei anderen Instrumenten benutzt werden. Die Eigenschaften, die bei diesem Holz sehr wichtig für den Instrumentenbauer sind zwar eigentlich mehrere, aber die zwei, die wichtigsten sind die Dichte. Wie dicht ist dieses Holz? Das heißt, wie wird auch zu uns sozusagen die oder halt die Schwingungen übertragen bei diesem Resonanzkörper? Das Bestimmte ist auch die Dichte und auch dann die Elastität. Die Elastität ist auch sehr wichtig, um für die Schwingungen sozusagen, um vorher zu sehen oder zu benutzen oder halt um zu entscheiden, welche Hölzer, die man jetzt auch benutzen kann. Man kann auch zwei, drei bei verschiedenen Arten. Am meisten sagt man, okay, man will auch eine Seele haben. Man kann auch aus nur einem Stück einen Korpus bauen, der auch sozusagen dann mit dem Aufbau kommt, der ist dann auch der Hals. Der ist erstmal in diese grobe Form. Das wäre jetzt hier das die zweite Phase, um den Wirbelkasten noch dann reinzubauen. Die Verbindung, die man hier haben kann zwischen Korpus und der Hals. Da kann man sozusagen einen Dübel sozusagen verbinden oder einen Zapfen, der jetzt auch größer ist. Das ist erstmal das. Ich hole noch den Wirbelkasten, kann ich euch gleich zeigen. Okay, bin wieder hier. Da ist erstmal die zweite, sagen wir, die zweite Phase vom Hals. Und dann hat man so einen Hals, der Griffbrett da drauf. In dem Form. Und dann kommt es ein Wirbelkasten. Was jetzt, sagen wir, danach so sehen wird. Dim, dim, dim.